Ja, heute ist es darum gegangen, einen Einblick zu bekommen, was an der Kante Zofingen mit digitalen Medien gemacht wird, wie wir unterrichten, wie die Schüler unterwegs sind mit dem Laptop. Und im speziellen Fall jetzt bei meiner Präsentation ist es um einen Deutsch- und Geschichtsunterricht in erster Linie gegangen. Ich habe gezeigt, wie man verschiedenste Apps in diesem Unterricht einbringt, wie man auch ein bisschen spielerisch mit digitalen Medien kann umgehen, wie man aber auch Prüfungen kann machen mit gewissen Prüfungsvorgaben von Apps oder von gewissen Tools. Und das Ganze ist eigentlich in erster Linie ein kleiner Einblick in digitalen Unterricht mit Laptop und digitalen Medien im Deutsch- und Geschichtsunterricht.